Okay, willkommen zurück in der Zombie-Apokalypse. Und es hat sich gerade ein neuer Auftrag aufgetan. Wir sollen Doc Hansen holen, endlich. Die Möglichkeit hatte ich schon einmal, aber ich glaube, ich habe es verpasst damals. Und schau mal, die Moral ist völlig im Arsch. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich glaube, es liegt an... Ups, falscher Knopf. Es liegt, glaube ich, an mangelndem... Naja, ich weiß nicht, Schlaf oder ist es Munition? Der Wachturm ist wieder fertig, den ich blöderweise abgebaut habe. Ich Rindvieh. Und da nehmen wir das Auto, weil das ist weit draußen. Take the road southeast out of town a little ways. You'll see a dirt path on the left. Follow that all the way to the Barrett place. You can't miss it. Oh, das sagst du. A word of warning about the Wilkersons, though. Now, I'm not saying they've ever murdered die Wilkersons. Links und dann nochmal links. Probably a good thing I didn't bring Ed then. Wir versuchen den Zombies so gut wie möglich auszuweichen. Und nehmen nichts zu beschädigen. Die Ressourcen sind äußerst knapp. He says it would impede his ability to look after all his patients. Nobody's had the guts to push the issue yet. Sounds like a real old-time country doctor. Wenigstens ist er kein Tierarzt. Ist ja schon ein Plus. Zombie-Horde. Ich weiß nicht, ob ich die ausschalten soll. Ja, die stehen auf dem Auto. Hier ist vielleicht auch was Nützliches. Mann, oh Mann. Schau, die rennen mir nach. Ja, die werde ich nicht mehr los. Ich warte. Ich fahre sie einfach über den Haufen hier. Sonst rennen mir den ganzen Tag nach, bis zum Dock. Das kann ich nicht gebrauchen. Zombie heute weg. Passt. Leider raucht das Auto jetzt. Wir steigen um. In dieses hier. Das ist ein Nichtraucherfahrzeug. Nach meinem Geschmack. Ist der Aschenbecher noch leer? Irgendwo müsste da eine Abzweigung sein, hat sie gesagt. Habe ich sie verfehlt? Oh, verdammte Scheiße, ich habe sie verfehlt. Wie blöd kann man sein? Ich Rindvieh. Ich habe sie verfehlt. Die Zombie-Horde hat mich abgelenkt. So weit draußen war ich noch nie. Das ist mein weitester Ausflug bisher. Man sah aber auch nichts auf der Map. Die Abzweigung ist nicht. Ich muss mich beeilen, weil... Nicht, dass er mir hops geht. Den Doc brauche ich auf jeden Fall. Da? Das ist der Weg? Ja. Ich sehe keinen anderen. What is wrong with you people? The bridges are barricaded for a reason. Do not attempt to climb, destroy, or otherwise shut down the barricades. We have guard towers watching them, and you will be shot without warning. Geh mir nicht auf den Sack. Gleich zwei waren das? Heilige Scheiße. Ich habe nur eine Schaufel, weißt du das eh? Um mich zu verteidigen. Das ist alles. Eine Schaufel. Eine Hütte. Sehr stimmungsvoll. Und Actionmusik. Oh Gott. Sieht nicht gut aus. Bin ich hier richtig? Ich glaube. Ungefähr. Sieht sehr nach Herbst aus. Ich hoffe, es kommt kein Schnee. Innerhalb der Spielzeit. Ich bin's. Huh? We don't take
kindly don't expect a guest. 360. You can kindly fuck no scope. Wow, gib dir das. Schaut geil aus. Super Grafik. Alle Achtung. Es ist noch weiter. Da ist es. Da müssen wir hin. Sehr stimmungsvoll, ja. Erinnert mich an Red Dead Redemption. Da gab es genauso ein Haus. Mississippi-Style. Erlege einen tobsüchtigen Zombie. Ah, der soll mich mal erleben. Wenn ich tobsüchtig bin. Da bleibt kein Auge trocken. Where's Doc Hansen? We need to get going. Ja, dringend. Doc says Eli ain't good to move. Hm? Ist nicht sehr redselig. Mickey Maus. Oh, das sind betrunkene Hillbillies. Ist noch schlimmer. But there's a whole mess of them fuckers working their way over here. That's right, Mickey. So why don't we put our friend here to work? Oh Gott, die sind schlimmer wie die Zombies, fürchte ich. Sehr missmutig. Ich dachte, ich muss einen Dopsüchtigen killen. Oh, macht mir die Tür vor der Nase zu. Das passt. Vertrauen. Ja. Ups. Was machen wir? Das habe ich daheim auch gemacht und dann war es auf einmal verschwunden. Es hat nicht gespeichert. Eben. Wie soll man das verhindern? Dass sie aufbrechen hier. Wow, die Äste sind stärker. Da brauche ich nicht. Nein, jetzt schon. Ja, was redet der? Ich kann ja nicht alles auf einmal machen. Spinnen der oder was? Ist natürlich klar, dass... Sorry. Ist klar, dass ich Versorgungsgüter brauche, aber kann ich alles auf einmal machen? Überall. Ich könnte rausgehen und einen Molotow werfen, wieder reingehen. Was ist schlauer? Oh, ich nagel wieder zu. Hört auf! Ist nicht lustig. Nein, sie sind durch. War nicht gut. Ups, jetzt schwinge ich wieder wie ein Rindvieh, statt dass ich nagle. Und da sind sie auch durchgebrochen, ha? Und das. Ja, die hören ja nie auf. Irgendwie muss ich sie dann killen auch mal. Aber wie? Oi, da kommt ein Fetter. Scheiße, was mache ich? Was soll ich machen? Ich könnte einen Molotow rauswerfen, aber ich traue mich nicht, weil am Ende fängt es ja drinnen zu brennen an. Das ist keine gute Idee, ha? Wow, der Hellbilly kommt, der Dicke. Der kommt durch die Tür, aha.
Kann ich die anderen auch abfackeln oder sind die immun? Oh! Scheiße! Ressourcen werden knapp. Oh Gott. Ich gehe mal hier rauf und werf dann den Molotow runter. Oh Gott, oh Gott. Ich werfe ihn raus. Nein! Oh Gott. Ich habe einen Verbündeten in Brand gesetzt. Ja, ich wollte dem Fenster rauswerfen. Sorry. Da raus. Nein, man kann nicht durchs Fenster werfen. Das wusste ich nicht. Ich hab's versucht. Vertrauen ist sehr schlecht. Ach, leck mich da. Was soll ich nur machen? Ich verstehe es nicht ganz. Offen gestanden. Weil ich kann nicht durch die Gitterstäbe, also durch die Barrikaden kämpfen. Das geht nicht. Ich bräuchte eine erste Hilfe, ein Schmerzmittel. Habe ich noch? Da drin ist nichts. Ich hätte Schmerzmittel mitnehmen sollen. Leider fehlt der Dicke. Kann ich ihm helfen? Ah. Gib mir eine Waffe oder irgendwas. Geh weg da! Er schwabbelt mit seinem Bauch. Eigenartig. Er kommt gar nicht rein. Man hätte glauben sollen, dass er die Tür nimmt. Oh, Scheiße. Kommen die jetzt ewig? Ich glaube, die kommen so lang, bis ich den Dicken gekillt habe. Ich könnte natürlich daraus einen Molotow werfen. Daneben. Oh Gott. Ich drücke. Lass mich wieder rein. Da will ich rein. Also, der Dicke ist mal weg. Das hat mich nur 15 Molotöfer gekostet. Es kommen noch mehr. Wie viele kommen? Und ich habe nur eine Schaufel, das muss er mir erstmal nachmachen. Nur mit einer Schaufel habe ich den ganzen. Okay, den Molotow, aber. Damit habe ich mehr Schaden angerichtet als. Und da ist eine weitere Horde unten, siehst du sie? Ich sehe sie. Hört doch auf. Hör nicht auf. Ja, man kann nicht durchschwingen. Wirklich. Zu Recht. Nein, da kommt noch ein Dicker. Was soll ich machen? Sag dir dein Ernst. Es hört nicht auf. Ich glaube, ich gehe wieder raus und mache dasselbe nochmal. Es hat sich bewährt.
Oh Scheiße, jetzt kommt er gleich da. Fettsack. Kommt, ich lock sie hier weg. Er ist eh nicht der Schnellste. Er brennt. Er brennt aber schlecht. Wieso brennt der so schlecht? Und wieso wirft er immer... Ich hab alles abgefackelt. Na, das war nicht sehr schlau. Ist in die Hose gegangen. Komm rein oder bleib draußen. Sie steckt fest. Ich habe keine Ahnung, bitte. Da habe ich noch die Zombie-Horde alarmiert. Super. Super. Ich habe gerade den dümmsten genommen. Wenn ich wenigstens eine Waffe hätte, aber nein. Habe ich auch nicht. Keine Waffe, nichts. Noch eine Horde. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Irgendwas mache ich falsch. Muss wieder raus und ihn auf diese Weise erledigen. Ah, sie ist ja verschwunden. Wir haben es geschafft. Das war schwierig. Mühsam vor allem. Und nur so wenig Vertrauen habe ich gewonnen. Für diese Heldentat. Wo sind wir denn jetzt? Im Gewächshaus. How long have we got, Doc? Before he turns. Minutes, maybe. Maybe sooner. Unless... Was? Wir erschießen ihn vorher. No. No way. We are gonna bury Eli. Oh, der macht Trouble. Proper. Das sehe ich schon. Bury it and it'll claw its way out. Your brother's dead and gone, boy. What we're talking about here is a kindness. I'll do it. Doc? You can't ask me to do this. I promised Ma I'd take care of him. I'll do it. Hm. Better do it quick. Keiner will's machen. Before it starts to move. Nur der Doktor. Kann schon gar nicht erwarten. Kümmere dich um Eli. Ich muss es machen. Hm. Ja, wie? Ist er das? Das ist Eli? Was soll ich machen? Steht der jetzt auf? Gott! Mein lieber Mann! Das ist brutal. Und da habe ich ein Vertrauen gewonnen, indem ich ihm das Hirn weggeaxt habe. Du hast viel Schaden kassiert. Ja. Sophie fürchtet sich. Oh, arme Sophie. Und schauen, dass ich da nicht runterfalle. Wo sind die jetzt? Sind die alle allein abgehauen und haben mich zurückgelassen? Sind die blöd? Wo? Oh, schaut's aus. Sorgungsspind. Oh, da ist nichts mehr drin. Ja, Munition. I haven't earned this. Das gehört alles noch denen. Ja. Ey. Ich dachte, wir gehen alle. Die Wilkersons sind das. Ah, den grüße ich nicht. Wo ist jetzt der Doc? Ist der mitgekommen? What's up? Der wird mir gleich eine scheuern.
Ja. Er ist wieder nüchtern. Ich will, dass die mit mir kommen zu unserer Basis. What's up? Make it quick. Gut. Ich glaube, es gibt sonst nichts zu tun hier. Hilf, einen Tobsüchtigen zu vernichten. Plünder. Das könnte ich auch aufnehmen. Das liegt auf dem Weg. Nein, ich will jetzt keinen Tobsüchtigen. Ich gehe mal den Army-Aktivitäten nach.